Schönen guten Morgen, liebe Camper. Ich wünsche euch erstmal alle ein frohes neues Jahr. Hoffentlich seid ihr alle gut reingekommen, alle gesund. Ich sage ja immer, Gesundheit ist wichtiger wie alles andere. So, Stecker ist drin. Wir haben hier bei uns im Haus immer sehr viel Nachfrage mit Doppel-Ceran-Kochfeld im Reisemobil. Ne? Wir haben demnächst wieder einen Phoenix, wo wir das machen. Da kommt immer die Frage, was für ein Wechselrichter, was brauche ich? Hin und her. So, ich habe hier mal so einen Test vorbereitet, den lassen wir im Hintergrund laufen. Ich möchte da mal was zeigen, weil da haben wir auch so über die Feiertage viele Leute gemeldet. Ja, was ist, wenn eine Batterie mal 10% hat, die andere 80, was eigentlich nicht kommt. Ich habe das hier mal simuliert, da passiert gar nichts. So, gut, ich hau jetzt mal, so, hier haben wir die Kombi, zwei. Warum habe ich zwei? Weil der immer am Takten ist, 2,7. 2,4. Das kommt auch ganz, wenn ich ganz bestimmte Pötte habe, geht es wieder hoch. Das ist bei Induktion ganz, ganz komisch. Ne? Also das ist nicht konstant. So, ich schalte jetzt mal. So, den her schalte ich mal ein. So, den schalte ich auch ein. Wir machen jetzt einen ganz brutalen Test. Wir werden mal schauen, was hier passiert. Ne? So. So. Es dauert einen Moment. 1600. So, genau hier, so. 3400, so, die takten immer die Dinger. Minus 240 Ampere, ich kann mal hier. 30. Ja, ja, das ist. So. 3350. 3350. Dann wieder 3400. So, wir haben jetzt alle drei an. Das ist bei den Herden, die haben alle, die Herde haben alle. Unten drunter, gut, hier habe ich ja nur einen an, steht drauf 3300, 3400 Watt. Um das sicher im Wohnmobil zu betreiben, brauchst du einen sehr guten 3000 Watt Wechselrichter. Ja? Das kann aber auch schon mal mit 2600 funktionieren, aber kommt drauf an, weil mir ist aufgefallen, wenn ich schon mal einen anderen Pot nehmen oder einen größeren oder einen kleineren, ja, seht ihr, wie 3555. Mit so einem Hering hier, ne? Das ist gut. Wir werden aber den Test, diesen Test werden wir nachher nochmal machen. Da könnt ihr mir glauben, weil immer sagt, ah, ist Quatsch und da geht auch wieder 2000 und die ganzen E-Mails habe ich alle durch, ne? Wir werden es gleich auch mal hier mitmachen. Ich habe nichts anderes da. Nur mal gucken, wie er sich verhält. Ne? Was, ob er dagegen halten kann. Das ist eine 3000er Kombi. Das ist eine 3000er Kombi. Ne? Wir machen genau den gleichen Test. Ne? Wir machen ja hier 3368, 3000. Ja? Dann werden wir mal sehen, was da passiert. So, das lasse ich mal im Hintergrund laufen. Lass das mal hier kochen. So, ich muss jetzt mal, komm mal her, Philipp. Ich gehe jetzt mal auf diese Batterien. Ich habe mal hier etwas simuliert, weil ich da immer... Oh, scheiße, bin ich blöd. Ich hab das ausgeschaltet hier. Ja, so ist so, ne? So ist wieder an, ne? Schnell wieder anmachen hier. So, zack. Zack. Da. So. Dann hier drauf. So, jetzt muss ich auch hier drauf. Muss er wieder auf 3000 sofort hochschießen. Ja, 3400. So, 1, 2, 3 Kochplatten sind jetzt an. So,
Jetzt haben wir hier drei Akkus, Alter, unglaublich viel. Das kriege ich mal hier raus, das schalte ich da nicht wieder aus. Ne? App verlassen, okay. So, jetzt muss ich mir die drei Batterien suchen. So, was haben wir da? 49, glaube ich, ne? Mhm. So, das ist eine super App hier. Das ist die 300er, die haben wir auch. Und die andere ist, glaube ich, die 01. So, Startseite. So. Schaut mal, was ich hier gemacht habe. Das habe ich mit Absicht gemacht. 1, 2, 3. So. Weil da kamen so viele Fragen. Jetzt muss ich natürlich... So, wir haben quasi eine Batterie, die aus ist. Ah, oh, sagt einer, das ist so schlimm und das geht kaputt und... Ich habe hier zum Beispiel drei Victron-Batterien stehen, da muss ich höllisch aufpassen, weil ich habe die jetzt 4 Wochen nicht geladen und die sagen alle Zelle nicht in Ordnung. Da habe ich eine, habe ich jetzt wieder am Leben. Ich habe da keine Zeit, mich um die Batterien zu kümmern. Ne? So, seht ihr, jetzt haben wir die Batterien alle wieder zusammengeschaltet. So, jetzt gehe ich mal wieder auf die Startseite. Jetzt guck mal, was hier passiert. Hier ist kein Ladegerät dran. Legen wir mal weiter hier hin. Schau mal. Weil durch den Dampf beschlägt die Kamera die ganze Zeit. Guck mal, was jetzt hier passiert. Da gehen 23 raus, da gehen 46 raus und hier gehen 69 rein. Wie geht das? Hier ist kein Ladegerät, nichts dran. Das seht ihr ja, ist alles aus hier. Hm? Aus. Ja? Minus 39, minus 20 und unten plus, guck mal, das hat schon wieder 1%. Die gleichen sich jetzt von alleine wieder an. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier einfach mal das Gerät einschalte? So, und ich schalte mal den Föhn ein. Wir haben ja eine leere Batterie. Weil die Fragen, so oft wie ich die beantworte, Kinders, also ehrlich. Ja, und vor allem hier, ne, Kinders, da bin ich sehr stolz drauf, hier, Dekra geprüft, ja, das wird für andere auch kommen. So, jetzt muss ich mal schauen, hier habe ich den Föhn. Trotzdem, Startseite, ich kann nicht föhnen, wenn du davor stehst. Trotzdem die Batterie leer ist, ne? So, die würde sich gleich abschalten. Die geht, pop, geht die Batterie aus. Und, ist das schlimm? Nö. Und jetzt könnten wir etwas machen. Das kann nicht jeder mit seiner Batterie. Jetzt könnten wir etwas machen. Wir könnten jetzt die Batterien laden. Das habe ich auch einigen erklärt. So. Jetzt. Guck mal da, Kombi, die stört dich nicht, 3500 Watt. So. Klack. So, es geht hier hoch. Wir laden jetzt. Wir laden jetzt. Wir können hier nicht, hier ist Föhngrad ein bisschen schwierig, Chef. Also, komm, wir gehen mal ein bisschen zur Seite. Weil die Kamera beschlägt immer. So, wieder, wir laden jetzt. Da gehen 83 rein, jetzt kommt die Batterie, jetzt kommt die Batterie. Die nimmt jetzt 90 auf, die 17, die 6. Ich könnte jetzt sogar hingehen, wenn einer ein kleineres Ladegerät hat. Schaut mal, wenn jetzt einer ein kleineres Ladegerät hätte und hat zwei Batterien oder drei und hat 40 Ampere und sagt, die ist ganz unten. Jetzt gehst du hin hier, aus, entladen, würde weitergehen. Schalte ich von mir aus auch aus. So, diese Batterie habe ich jetzt abgeschaltet. So, schalte ich das wieder ein. An. An. Jetzt ist die Batterie wieder an. In dem Moment, wo ich dann eine Batterie wegschalte, würde sie viel mehr Strom aufnehmen. Wir haben jetzt hier 94 Ampere.
die nimmt nur 17 auf, weil sie kaum was raus haben. Ja? Na, wenn ich jetzt ein 40 Ampere Ladegerät hätte als Beispiel, könnte ich die 49 und die 300, na, die 49 und die 300 könnte ich ausschalten. So, die 49, jetzt gehe ich mal hier auf die 300. So. Aus. Machen wir 49 auch aus? Guck mal da, jetzt geht hier der Strom hoch. Jetzt haben wir da schon 107. Es geht hier hoch, weil 0. Die Batterie hat 0. Das ist schon eine richtig geile App. Also das muss man einfach so sagen. Weil ich höre das auch von den Kunden und ich gucke auch ein bisschen. So, da wieder, auch wieder an. Jetzt weiß ich, wie das geht hier. Zweimal drücken. So, das ist wieder an. So, mit 3000 wird Wasser kocht. Ich werde das gleiche heute Mittag nochmal machen mit dieser Kombi. Ne? Das kocht. Das können wir auch abbrechen. Die 3,5 interessiert die Kombi nicht. Es ist nun mal, ich kann nichts daran ändern, das stärkste Gerät, was überhaupt auf dem Markt ist. Ich habe auch schon 3,7. Ich habe, das ist eine 3000er Kombi. Das ist unverändert. Ne? Das ist unverändert. So, seht ihr, kocht alles. Da, 3500. Kann man auch hier immer sehen, ne, wie der immer taktet. Da. 3500 Watt. Das kann ich hier gut sehen. 330 Ampere. Das sind aber 4300 Watt. Ja, aber das ist. Und die ist lauwarm. Ne? Hier hinten bläst sie jetzt gut. Die laufen auf halblass, weil sie ist damit noch so ein kleines Spielzeug. Gut, habt ihr gesehen? Es geht mit dieser Kombi. Wenn's, übernächste Woche, glaube ich, im Phoenix einbauen. So, das kocht alles. So, jetzt kann ich das auch. Ja, ich kann einfach die Kombi auch machen. Hier seht ihr ja, ne, alles am Butscheln. 3,6 Grad, 3600 Watt. 4300 Watt. 3100, 3400. Okay. Kombi aus. So. Meine Verkabelung ist tiptop hier. Ne? Hängt so ein bisschen alles hier so ein bisschen raus und so ein paar Ösen und kann man. Ach, das ist für meinen Test ist das gut. So, das wollte ich eigentlich mal machen, aber ging sich jetzt hauptsächlich mal hier drum mit, wenn eine Batterie mal wirklich aus wäre oder kaputt oder was weiß ich. Ja, dann geht das ganze Auto aus und hast du 3, 4 Batterien drin und dann schaltet alles ab, alles morgs. Das ist. Weißt du, ich höre immer die, sei mir nicht böse, ich höre das auch immer, wenn Leute anrufen oder der hat gesagt, da muss ich manchmal in mich gehen. Ich habe 2010 ein Auto mit Lithium-Akkus gebaut, wovon ich heute noch 4 Stück hier in dem Auto habe, die immer mitgewandert sind. Da waren 4 Batterien, das habe ich mit der Firma X-Site Büdingen gemacht. 4 Lithium-Batterien, die ich heute noch habe. Und du musst die Batterie entladen mit 70% und das Auto wegstellen. Der nächste sagt mit 50 und du darfst das nicht. Ich habe damals ständig das Auto am Lader gehabt mit den Batterien. Nie ist etwas passiert. Die 4, die ich hier drin habe, ich hatte ja noch welche beigestellt, ja, sind 10 Jahre alt, ach, 12 Jahre alt. Die Batterien, die ich hier drin habe, sind 12 Jahre, wie am ersten Tag. Mach die auf 50 und dann musst du das Auto wegstellen und alle 14 Tage musst du. Ach komm, Kinder, so geht der ganze Scheiß hören. Kannst natürlich das Auto wegstellen, nimmst unsere App, schaltest die beiden Batterien aus, fertig, und steht das Auto. Dann hast du Ruhe. Das ist alles nicht so, das wird alles nur bar, bar, bar. Und ja, eine 3400 Watt Kochplatte geht auch mit einem Dometic 2000 Watt Wechselrichter. Gut, wenn das geht, ich weiß nicht, was steht hier drauf auf den ganzen Platten, weil ich mir alles hier so besorgt habe. Was steht da drauf? Keine Wattzahl. Doch, steht immer drauf. 3,4. Ich kann die auch hier umdrehen. So sagen die gleich, ja, dann hat er da andere Platten genommen. Genau, das, so kommt das doch immer, wisst ihr doch. So. 3400 Watt auf beide Platten gerechnet. Ich habe jetzt hier nur eine genommen, weil die ja auch voll ist, glaube ich. Jetzt lasse ich das Wasser abkühlen. Lade die Batterie wieder, die ist am Laden und dann probieren wir das, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, dann habt ihr wenigstens einen Wert. So, liebe Camper, ich sag mal bis gleich. So, da bin ich wieder. Das hat mich jetzt einfach nur mal interessiert,
wie weit wir hier kommen. Das mache ich ja für die Kunden, die so ein Kochfeld haben. Vielleicht geht das sogar. Wie gesagt, guck mal, der Pott, wenn er nicht richtig steht, oder der steht ein bisschen, ist das weniger. Da muss genau muss das hier draufstehen. Nehme ich einen kleineren Pott, zwar noch weniger, aber das habt ihr ja eben gesehen, das ist Induktion. Ich bin kein Induktionsfachmann hier. So, 7. Auch nur 7 ist genug und den stellen wir auf 4. So, 5. Dann. Auch auf 5. Oder eine App. So. 3327. 3,3 hat ja, ich weiß nicht, wenn du die richtigen Pötter hast, guck mal, der steht ja auch schon wieder daneben. Ja. 205. 390 Ampere. Super. 3250. 3100. Ja. Hier. Hier, Kinder, Feierabend. Aus. Was sonst? Kochen. Nein, das schafft er nicht. Weil dann, guck mal da, am Blinken. Rippelstromzug. Weiß ich nicht, was das ist. Nein, das heißt doch dann, ich habe das schlecht gemacht oder. Mich hat das da nur mal interessiert. Geht doch gar nicht, ob die Kombi das schafft oder ob die schlecht, ob die gut. Geht es gar nicht drum. Der macht sich darüber tot, ist eine andere Technologie, so klein, sieht aus wie 200 Euro das Ding, aber ist das leistungsfähigste Gerät in Deutschland oder in Europa. Die legen noch zu, die legen hier noch zu. Wartet mal ab, wenn die neuen im Februar da sind. Ja? Das ist unnormal, ich weiß auch nicht warum. Ne? Ich weiß auch nicht, können wir auch nicht mehr starten hier. Ne? Ja gut, ich will auch nicht weiter probieren, ihr habt ja gesehen. Nicht, dass das Ding dann hochgeht. Dafür ist das viel zu schade. Aber sonst so bis 3000 schlägt er sich schon. Da müssen sich auch schon viele vor verstecken. Ne? Gut. Hat keine Chance. Ob der 3,5 hat, haben gegen die Kombi keine Chance. Nicht im geringsten. Das ist nun mal so, wie das alles zusammenhängt mit dieser Hochfrequenztechnologie. Ich weiß das auch nicht. Nur, es ist ein unwahrscheinlich brutales Gerät. Wirklich unwahrscheinlich. Allein die 200 Ampere Ladestrom. Aber wir haben gesehen, ich wollte das mal wissen. Gut, bis 3000 Watt wird er schon mithalten. Das kommt dann immer auf die Zeit an, der Zeitfaktor. Die 3000 Watt für 10 Minuten, für 12 Minuten oder die 3000 Watt für 25 oder 30 Minuten. Dann ist die Temperatur sehr hoch und dann schaltet er ab. Dann schalten die alle ab. Die schalten alle ab. Egal wie, alle schalten aus. So, durch die Hochfrequenztechnologie gehen wir bis 87 Grad. Kann so ein Gerät nicht. 60 Grad. Ob das Pfingtraune ist und wie die alle heißen. 60, 62 Grad aus. Sicherheit aus. Macht er 20 Grad mehr, gut. Weil wir immer wieder auch die Mails kriegen. Ich habe auch auf 2-3 Mal zurückgemeldet, kauf dir eine Platte nur, eine 2500er, dann brauchst du deine Kombi nicht tauschen. Wenn du damit zurechtkommst, will ich nicht, ich möchte hier so ein schönes, so ein doppeltes, seht ihr ja hier, dann musst du halt deine Kombi tauschen. Ja, dann musst du deine Kombi tauschen. Und wenn du sonst, nimmst du eine Platte und die Welt ist in Ordnung. Ne? Wir haben auch hier gezeigt, die müssten auch wieder alle da sein, die Batterien. Ne? Die habe ich ja jetzt die ganze Zeit geladen, die Batterie, die mit 0%. Ich mache ja hier keinen Test. Welche war das? Die erste hier, ne? Die 01. Die müsste jetzt schon wieder 80% haben. Ne? Ich gehe mal gucken. Da sagt einer, der hat da bestimmt mit 2 Batterien gemacht. Du weißt ja genau, wie es kommt. Kennen wir doch. Alles schließen. So, okay. So, jetzt gehen wir mal hier auf die Batterie. Das war diese Batterie. Da bin ich doch drauf. Bist du drauf auf die 01? Zeig mir mal die 01. Ja, da. Die hat 92. 97, 94. Aber du kannst ja mit der App alles machen. Die App wird von vielen gelobt. Ist auch gut so. Der einzige Nachteil, weil ich nicht so schön viel immer, das haben aber andere alle mit zu kämpfen, dass wenn so ein Auto mal lange steht und so ein Strom von 300, 400, 500 Milliampere, dann erkennen die nicht. Dann bleibt die jetzt lange auf 90% stehen,
aber in Wirklichkeit hat sie 70. Irgendwann, 3-4 Tage später, gehst du gucken, ja, gestern waren 90 und heute Morgen sind 75. Gut, da bin ich mit der Firma mit GBD, die die Platinen machen, da sind wir ganz eng in Kontakt. Ich habe schon 100.000 Mails geschrieben, dass wir noch näher rankommen. Und sie sind dran. So, haben alle eine Heizung, wisst ihr ja. Dekra, hier, Kinders. Wisst ihr, wer auch die ECE-10 hat? Die Firma Superbi hat es auch. Superbi hat die gleiche Zertifikation wie WCS. So, liebe Camper, reicht für heute. Ich muss, guck mal hier, wie das hier aussieht. Schaut mal. Guck mal, wie das hier aussieht. Da baue ich, guck mal, ich baue da jetzt einen Prüfstand für Lichtmaschinen. Ich will mal gucken, wann so ein Ding abkokelt. Da bin ich am Bauen. Siehst du da, Motor habe ich schon, Lichtmaschine habe ich schon. Habe schon 3 Lichtmaschinen gekauft. Ne? Ich weiß ja nicht, wie die kaputt gehen. Hier, ich gebe dir dein Mikro. Ich bedanke mich. Liebe Camper, einen schönen Tag.